heute zeige ich euch mal, wie der Tale-Comic entstanden ist im Detail. Alles fängt natürlich mit einer Geschichte an. So, der Nicola hat die Schiller-Adaption gemacht und hat das in ein Comic-Skript umgewandelt. Er schickt mir auch fertige Bildaufteilungen und Dialoge schon und ich tue dann die in Comic-Seiten umwandeln. Das ist nicht ganz einfach und deswegen tue ich ganz viele kleine Skizzen machen, sodass ich nicht zu viel Zeit damit verbringe. Aber außer mir sieht wahrscheinlich niemand, was auf diesen Skizzen passiert. Aber es ist genug für mich, um zu sehen, was losgeht und wie viel Platz ich für Dialoge lassen muss, dass ich die letztendlich in Bleistiftzeichnungen umwandeln kann. Also das heisst, ich fange mal ganz von vorne an, die Zeichnen auf einem grossen A3-Kartonpapier. Die sind relativ sauber gezeichnet, so dass ich beim Duschen nicht mehr wahnsinnig viel muss denken und dass wir wirklich auch wissen, genau wo was passiert und dass wir genug Platz haben für die Dialoge. Duschen tue ich dann mit einem kleinen Pinsel, bei Grossgröße 0 bis 1 und dann mit einem grösseren Pinsel einfach die schwarzen Flächen noch rein tun. Das ist jetzt mal für diesen Schritt und im nächsten Schritt diskutieren wir dann noch Farbgebung und Weiterverarbeitung im Layout-Programm.